Bauchi auf Sendung, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Teletubby-Bauchi. Ich kann das auch einfach mal abmachen hier. Ich mache das ja im Prinzip nur, um das hier in den Haken zu hängen. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Es wird heute nochmal ein kleiner Monolog. Ich warte immer noch auf die bestellten Mikrofone, mit denen ich dann quasi anders aufnehmen kann. Und auch draußen und überhaupt und mobil und mit meinem Handy und vielleicht auch sogar besserer Bildqualität, die hier zum Glück für Podcasts nicht so wahnsinnig wichtig ist. Weswegen ich mich jetzt auch hier nicht davon abhalten lasse, das trotzdem zu machen, weil ne, sonst fängt man ja nie an. Ja, und das ist eigentlich schon eine verdammt gute Überleitung zu meinem heutigen Thema, dass... Danke an Tanesha, von ihr nämlich angeregt wurde. Und das ist heute den eigenen Weg gehen, was tatsächlich ein ziemlich, ja, also es ist ein Thema, das definitiv wert ist, darüber zu reden, weil es tatsächlich kein einfaches Thema ist, weil wir nun mal eben in eine Welt geboren wurden, in der es nicht unbedingt vorgelebt wird, den eigenen Weg zu gehen. Wir leben in einer Welt, in der im Prinzip es ist ein Wald von Vorschriften, in der man dann auch sehr leicht den Überblick verlieren kann. Vor allen Dingen, weil diese Vorschriften mitunter auch einfach überaus widersprüchlich sind. Das ist tatsächlich auch sogar Teil des Konzeptes dieses Systems, dieser Welt, die dieses System hervorbringt. Und das macht das Ganze natürlich halt eben entsprechend schwierig, dann, wenn man, selbst wenn man bewusst die Entscheidung trifft, dass man sein eigenes Leben leben möchte und seinen eigenen Weg gehen möchte, ja, dass es dann halt natürlich sehr schwierig ist, das zu tun, weil das ist ja genau das, wofür dieses System geschaffen wurde, wofür es programmiert wurde, wofür es entwickelt wurde, konzipiert wurde, nämlich dass wir halt eben nicht frei unser eigenes Leben leben können, sondern ja, halt das machen, was wir machen. So seit, eigentlich seit wir denken können. wir lassen uns von anderen Leuten vorschreiben, wie wir unser Leben zu leben haben. Das ist nicht nur irgendwie Politiker. Das ist jetzt nicht nur die Politik, das ist eigentlich innerhalb sämtlicher Gruppierungen, denen man sich anschließen kann, durch das gängige Dogma, das diese Gruppierung definiert. Und ist man jetzt Fan von einem Fußballclub, definieren die Regeln, dass man sich darüber freuen muss, wenn diese Mannschaft ein Tor schießt und weinen muss, wenn sie verliert. Nur um so ein Beispiel zu nennen für wie sehr Gruppen und Gruppenzwang
uns davon abhalten, unseren Weg zu gehen. Genauso wie halt, also das ist halt wie eine Autorität, ne? Wenn ich dem halt nach, wenn, also ich kann auch, ich muss nicht unbedingt nur irgendeine Person als eine Autorität wahrnehmen, sondern ja, Gruppenzwang ist eben auch eine Autorität und mit der wird halt auch innerhalb dieses Systems sehr bewusst gespielt. Masse und Macht von Elias Canetti. Wer sich noch immer nicht damit beschäftigt hat, der möge das bitte gerne schnell nachholen. Edward Bernays beschäftigt sich ausschließlich mit diesen Themen. Adolf Hitler hat sich sehr ausgiebig mit diesen Themen beschäftigt. Es ist auch sehr interessant zu lesen, was der sich darüber für Gedanken gemacht hat, weil auch das dabei hilft, Klarheit darüber zu bekommen. Wie dieses System funktioniert, wo es funktioniert und warum. Und das Wo ist eigentlich der ganz ausschlaggebende Punkt, denn es passiert vor allen Dingen, also dieses System wirkt vor allen Dingen primär, auch wenn das nicht so aussieht, aber in unseren Köpfen. Wir bekommen Impulse durch unser Außen, die schon systeminfiziert sind. Und wie wir dann auf diese Impulse reagieren, gibt vor, was wir als nächstes erleben. Ja, wir können den Impuls bekommen, ein Bayern-Fan zu sein. Ja. Und wenn wir den mit Ja beantworten, dann sind wir demnächst Bayern-Fans. Und wenn Nein, dann sind wir Fans von irgendjemand anderem, einem anderen bekloppten Fußballverein. Und aber es ist einfach nur in meinem Kopf. Die Entscheidung fällt in meinem Kopf, wobei da halt eben innere Impulse auch ganz maßgeblich dran beteiligt sind, die aber halt eben dadurch, dass das System in unserem Kopf so wirkt, sehr, sehr rudimentiert werden. Wir nehmen sie wahr, das Bauchgefühl. Und wenn das aber nicht im Einklang ist mit dem, was der Kopf sagt, und der Kopf, der ist eben systemisch programmiert, der denkt systemisch. Also kann ich aus meiner Perspektive auch sagen, tut er bei mir nicht mehr, weil ich inzwischen seit 20 Jahren damit beschäftigt bin, dieses System aus meinem Kopf rauszubekommen und nicht mehr systemisch zu denken, sondern irgendwie unkonventionell oder alternativ zu denken. Das ist für mich irgendwie mal wie ein Sport geworden, wo ich wusste, hey, da kann man mit anfangen, das kann man trainieren, da kann man immer besser drin werden. Und je mehr ich das so in den letzten 20 Jahren gemacht habe, desto mehr abstruse, für andere Leute vor allen Dingen, abstruse Entscheidungen konnte ich treffen, die halt eben mit systemischen Vorgaben rein gar nichts zu tun haben. Ne, vor allen Dingen ist eine der absolut, das Ding ist, das ist wie für ein bestimmtes Betriebssystem programmierte Programme, die müssen kompatibel sein. Und meine Gedanken, die ich heute habe, die, also jetzt so, nicht jetzt heute, sondern so in dieser Zeit, jetzt so nach 20 Jahren, in denen ich auf jeden Fall schon mal geübt habe, alternativ zu denken, anders zu denken. Und das heißt nicht einfach nur, ich nehme jetzt nicht die rote Pille, sondern die blaue oder umgekehrt, sondern eher so, muss ich überhaupt eine von diesen Pillen nehmen? Was ist denn das da vorne? Das interessiert mich gerade viel mehr. Und genau das lässt was passieren, was zum Beispiel die Hirnforschung mittlerweile auch nachweisen kann. Gerald Hüther erzählt da viel drüber. Dass sich unser Gehirn tatsächlich innerhalb der letzten 50 Jahre angefangen hat, maßgeblich zu verändern. Tatsächlich von der Aufbauweise, ne? Dass zum Beispiel in den letzten 20 Jahren zu beobachten war, dass die Region des Gehirns, die für die Koordination der Daumenbewegungen zuständig ist, massiv angewachsen ist. Und das nicht nur bei jungen Leuten.
sondern bei Leuten, die in den letzten 20 Jahren sehr viel Präzisionsarbeit mit ihren Daumen gemacht haben. Die Präzisionsarbeit des Daumens tatsächlich nochmal auf einen völlig neuen Level gehoben haben. Also ich gehöre definitiv auch zu denen, die das hier so machen, ne? Aber wenn ich mir angucke, wie andere da mit zwei Daumen und dann unterhalten die sich aber noch. Ich kann das auf der Tastatur, auf dem Computer auch. Da kann ich auch einen Satz zu Ende schreiben, während ich gerade noch jemand anderem zuhöre. Und der ist dann sogar fehlerfrei eingeschrieben. Der ist fehlerfrei getippt. Und dann sehe ich diese anderen Leute, vor allem die jungen Leute, die da in einer für mich nicht nachvollziehbaren Geschwindigkeit auf ihren Handy-Displays, also ich vergleiche das gerade mit einer Fretless-Gitarre, die keine Bünde hat, wo man eben nicht wie bei der Computertastatur noch einen haptischen Impuls irgendwo hat in Bezug darauf, dass ich gerade die richtige Taste treffe, zumal auf der F-Taste und auf der J-Taste in der Regel halt eben diese Erhebungen noch sind, dass man die Hand in der richtigen Position halten kann. Und das ist auf diesen Handy-Displays halt eben einfach nur eine glatte Glasscheibe, wo dann da im unteren Bereich eine Tastatur einfach nur aufgefüllt ist, die ich persönlich blind nicht bedient bekomme, weil meine Daumen dafür noch nicht gut genug trainiert sind. Wahrscheinlich. Und ich schreibe, das ist so mein... mein ganz subjektives, meine Wahrnehmung, ich schreibe wirklich viel mit dem Handy. Und andere Leute haben da trotzdem irgendwie noch viel, viel mehr Übungen und bekommen das hin, mit ihrem Daumen auf einen Millimeter genau da blind irgendwelche Tasten zu treffen, die gar nicht da sind, die einfach nur virtuell sind. Und schreiben fehlerfreier als ich. Und ich habe echt immer ein Problem. Also ich schreibe immer mit einem Daumen. Ich bin so ein Einhandtipper. Dann habe ich das bei mir auf der Tastatur auch noch so eingestellt, dass ich das so ziehen kann. So, weil ich zu doof bin, manchmal die Tasten genau zu treffen und dann irgendwo mitten im Wort einen Fehler habe, was ich dann korrigieren muss und dann da immer hin. Aber ihr seht genau das. Also ich weiß, dass der Daumen das vor 20 Jahren definitiv noch nicht so drauf hatte, wie der das heute kann. Das ist aber nicht die einzige Region im Gehirn, die sich anpasst und verändert, sondern unsere Gehirne verändern sich in den letzten 50 Jahren offensichtlich sehr bemerkenswert. Also so, dass man Unterschiede bemerken kann. Also die Hirnforschung auf jeden Fall, die in der Lage ist, da Messungen zu machen und sowas alles. Die können dann sehen, so, da passiert was. Da passiert was, man muss sich das auf lange Zeit angucken, braucht man Geduld für solche Sachen. Und dann kann man das dann aber tatsächlich sehen und nachweisen. So, und das ist das, was in unserem Kopf passiert, warum wir eben nicht unseren eigenen Weg gehen. Weil wir manipuliert sind bis zum geht nicht mehr. Und zwar von einer Welt, in der es nicht gang und gäbe ist, sich frei zu entfalten und ein freies Leben zu leben und souverän und eigenständig zu sein, sondern wir leben in einer Welt, in einem Bewusstsein, also wir leben in einer Welt, die aus einem Bewusstsein heraus entsteht, das geprägt ist von Gehorsam. Ja, und was ich sonst im Kopf habe, nacheifern und diesen Gefallenswahn und bla bla bla, Beliebtheit, das ist alles Gehorsam.
Das ist, gehört alles mit zum Gehorsam dazu. Das ist alles, was um anderen besser ins Bild zu passen oder der Gruppe sich besser einzufügen und sich dabei im Notfall maximal zu verbiegen und einfach überhaupt nicht mehr man selbst zu sein, zwar nach außen hin ein glückliches Leben lebt, sich aber nachts in den Schlaf weint. So, das ist halt genau das, was viele gerne ändern würden und nicht so ganz genau wissen, wie. Und Tanisha hat mich gebeten, darum einfach mal zu reden und meine Gedanken dazu halt auch aus eigener Erfahrung, weil ich es halt ja, ich habe hier das Unmögliche getan und geschafft und bin da irgendwie aus diesen Denkweisen raus. Ich ergreife keine Partei mehr, ich urteile nicht über andere. Allein das sind ganz, ganz wesentliche Dinge, das kann ich euch verraten. Das, alleine diese zwei, die ich gerade genannt habe, sind zwei ganz wesentliche Veränderungen, an denen man aktiv was tun kann und dabei dafür sorgen, dass sein Gehirn sich verändert, physisch verändert. Da gehören noch andere Sachen dazu. Nicht einfach alles glauben, was man sagt, sondern anfangen hin zu hinterfragen. Versteht ihr? Das ist eine andere Denkart. Es ist eine andere Denkweise. Es ist eine andere Art zu denken, als wir das gewohnt sind. Wenn wir einfach nur gedanklich wiederkäuen, was man uns gesagt hat und dann auch noch sehr rechthaberisch mitunter unterwegs. Ich kann mich da sehr gut an mich selber früher erinnern, wo ich all das noch nicht gelernt habe und halt eben genau den gleichen Scheiß nötig hatte wie all ihr, die ihr jetzt gerade hier mit an diesem Thema hängt, weil ihr da eben auch was dran ändern wollt. Ne, wir sind da einfach aus demselben Holz geschnitzt. Das ist, ich bin da nicht anders, ich bin einer von euch. So. Nur habe ich halt eben schon vor 20 Jahren angefangen, mich damit zu beschäftigen und das tatsächlich auch sehr, sehr ernst zu nehmen in meinem Leben. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr sich da, wie meine Wahrnehmung, meine komplette Wahrnehmung sich geändert hat. Ich kann euch versichern, ich lebe nicht in eurer Welt. Ich lebe auf demselben Planeten-Server-Ding hier, aber ihr könnt mir glauben, dass meine eigene kleine Welt eine völlig andere ist als eure. Also das ist sie immer schon gewesen und eure Welt ist tatsächlich kaum weniger anders als die aller anderen um euch rum. Findet einen, der in allen Aspekten des Lebens exakt genau dasselbe sieht wie ihr. Werdet ihr nicht finden, gibt es nicht und das ist doch gut so. Das hat Gründe. Aber genau das ist das, was dieses System versucht hervorzubringen. Eine gleichgeschaltete Meinung, pf, alles so, und das guckt euch jetzt an, was in der Politik gerade passiert, das ist ja quasi fast kurz vor der Vollendung. Jetzt sollen sogar noch Gesetze geschaffen werden, da gehst du in den Knast für eine Aussage wie, ein Mann hat einen Pimmel. Das ist dann ein Grund dafür, dich in den Knast zu stecken oder sonst irgendwelche Repressalien gegen dich wirken zu lassen. Du darfst gar nicht mehr irgendetwas anders sehen, als es Gesetz, also als es gesellschaftlich vorgegeben ist. Weil das nämlich tatsächlich für das System, vor allen Dingen am jetzigen Punkt, etwas sehr Kritisches ist. Es ist etwas annähernd Tödliches. Also für das System ist jeder, der jetzt gerade anfängt oder auch schon meinetwegen auch schon lange vor mir damit begonnen hat, und da gibt es einige, ich bin bestimmt nicht der Erste gewesen, der ja, damit halt eben nicht System im Kopf hat und mit jedem Kopf, wo das System nicht, und es fühlt sich das System sehr unwohl und versucht, da reinzukommen, über das Umfeld. Richtig, ne? Also merkst du, wenn du eine nicht sehr beliebte Meinung hast, dann tut dein gesamtes Umfeld alles Mögliche dafür, dass du diese einnimmst. Und das ist nicht, den eigenen Weg zu gehen.
So, und jetzt komme ich so darauf zu sprechen, wie das für mich denn eigentlich gegangen ist. Dass ich angefangen habe, meinen eigenen Weg zu gehen. Das hat bei mir letztendlich alles damit angefangen, dass ich halt eben mit kurz vor 30 mich in die Klapse habe einliefern lassen, weil es einfach nicht mehr ging, weil ich nicht mehr konnte. Weil ich nicht mehr, ich konnte nicht mehr garantieren, weder für mich noch für mein Umfeld, keine Gefahr darzustellen. Ich bin, glaube ich, am Ende tatsächlich nie auch nur in der Nähe davon gewesen, eine Gefahr für irgendjemanden zu sein, weil ich wusste, es hat keinen Sinn, jemand anderem eine reinzuhauen. Um mir eine reinzuhauen, war das war ja damals mit Programm. Ich war halt eben autoaggressiv und habe das alles physisch an mir selber ausgelassen. Ich habe zwar halt nicht geschnitten, wie andere das tun oder so, sondern ich bin mit dem Kopf in die Wand gerannt. Nicht sehr schön. Vor allen Dingen für meine Frau nicht damals, die sich das dann alles reinziehen musste. Und sorry dafür. Ja, aber hätte das damals alles nicht stattgefunden und hätte nicht diese Stimme in mir gesagt, sag mal, was machst du hier eigentlich? Und diese Stimme das dann auch immer lauter gefragt hat. Wo ich dann irgendwann festgestellt habe, dass meine Bauchstimme, das ist mein Bauchgefühl, das da mit mir redet, das ist mein Inneres, das ist mein innerstes Ich. Dass unter all dem Gedankenmüll, der da rumwuselt und ein Tohuwabohu hervorgebracht hat, das ich nicht beschreiben kann, mit einer völlig klaren Stimme sagte, sag mal, was machst du hier eigentlich? Dir ist schon bewusst, dass das absolut scheiße ist, oder? Ja, mir war das völlig bewusst, aber ich wusste in dem Moment auch nicht, was ich sonst machen soll. Weil mein Kopf nur systemisch denken konnte. Da war noch nichts in Bezug auf Eigenverantwortung. Da war noch nichts in Bezug auf ein Leben ohne Netz und doppelten Boden, ohne Sicherheiten, ohne was weiß ich was, sondern also zumindest externe. Ne? Es ist nicht so, als hätte ich keine Sicherheiten. Ich habe Sicherheit. Ich bin selbst sicher geworden in der Zeit, in der ich meinen Weg gegangen bin, ungeachtet all dessen, was da irgendjemand von gehalten hat. Ich muss mir in den Spiegel gucken können. Ich muss in den Spiegel gucken können, ohne mich dabei unwohl zu fühlen. Weil das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Das ist tatsächlich noch viel schlimmer, als jemand anderem in die Augen gucken zu müssen, den man enttäuscht hat. Und ich sage es euch rundheraus, ich enttäusche liebend gerne jeden Einzelnen von euch lieber als mich. Also was ne, jetzt nicht Enttäuschung im Sinn von enttäuschen und blablabla, sondern dass ich einfach frustriert über mich selber bin. Es ist okay mit mir, wenn irgendeiner von euch mit mir frustriert ist. Das ist, ne, das ist, sorry, aber euer Problem, dann seid ihr mit mir beschäftigt und nicht mit euch selber. Das nur als Tipp, wie ihr das ändern könnt. Systemisches Denken lässt mich für euch ein Stein des Anstoßes sein. Und nicht systemisches Denken versetzt euch in die Lage, euch das hier entweder anzuhören und euch was rauszuholen oder einfach eben auszuschalten und irgendwas zu tun, was euch interessiert. Ne, ich kenne so viele Leute, vor allen Dingen in der Vergangenheit, es ist ja im Moment, ist ja meine Reichweite ist ja völlig für den Arsch, aber es gab halt auch mal Zeiten, da hatte ich so Videos, da habe ich dann so 1000 Klicks auch auf ein Video bekommen, nicht nur so 100 oder 200, 300. Ja, und da hatte ich natürlich auch mit sehr viel mehr Trollen zu tun, die es einfach nicht sein lassen konnten. Also es gibt auch immer noch Leute, die es einfach nicht sein lassen können, mir ständig irgendwelche komischen Diskussionen aufdrücken zu wollen, indem sie komische Anmerkungen machen, die dazu provozieren sollen, dass ich mich da jetzt irgendwie rechtfertige oder so.
Oder was weiß ich was. Und ich merke schon quasi an der Ansage, dass es besser ist, einfach die Finger davon zu lassen, weil denen geht es gerade überhaupt gar nicht darum, da irgendwie über das Thema zu diskutieren, sondern einfach nur dich wieder irgendwie zu challengen und herauszufordern. Entschuldigung, manchmal fällt mir das deutsche Wort nicht ein, dann ist es schnell. Das ist mir aufgefallen, sorry, in Bezug auf Anglizismen. Und ich bin einfach ein Freund der deutschen Sprache, weil ich sie einfach lieben und nutzen und damit mit Worten zu jonglieren gelernt habe und mir das einfach unheimlich Spaß macht. Und mit diesem Neudeutsch, das zur Hälfte aus Englisch besteht, einfach nichts anfangen können will. If I want to speak English, I speak English and the complete sentence, that's no problem, I can speak English. I can say anything I want in English. Aber wenn ich Deutsch rede, dann möchte ich den Satz auch eigentlich Deutsch halten und nicht so ein komisches Kauderwelsch von mir geben, das darauf schließen lässt, dass ich überhaupt gar nicht mehr in der Lage bin, einen Satz komplett in Deutsch zu Ende zu bringen. Das ist aber auch mein eigener Weg. Alles davon ist mein eigener Weg. Den eigenen Weg zu gehen, bedarf, den eigenen Interessen zu folgen. Dazu muss man aber als allererstes sich mal ganz meditativ hinsetzen, mal völlig von allen äußeren Einflüssen nicht abgelenkt, mal keine Musik laufen im Hintergrund, kein Fernseher im Hintergrund, keine Beschallung beraut, nichts, sondern genau das alles eben nicht. Sondern Ruhe und Stille, die ich in mir anfange einfach wahrzunehmen, ihr in mir Raum zu geben. Und dann die Frage ist, was interessiert mich eigentlich wirklich? Was möchte ich in meinem Leben eigentlich tun? Wonach wäre, wenn ich alles tun könnte, was ich wollte? Und das, ihr könnt jederzeit alles tun, was ihr wollt. Und wenn ihr es nicht könnt, dann ist es das System in eurem Kopf, das euch der Möglichkeiten beraubt, ja, euch unvorstellbare Dinge vorstellen zu können. Das Wort unmöglich ist eine wunderbare Blockade, mit der man sich alles Mögliche verbauen kann. Deswegen habe ich aufgehört, das für mich in irgendeiner, also ich kann das in dieser Form hier gerade benutzen, ohne etwas, aber ich benutze das Wort nicht mehr, um irgendetwas als unmöglich abzustempeln. Manchmal mache ich das, weil ich in Bezug darauf etwas Bestimmtes zu erleben. Beispiel. Es ist unmöglich, ohne Hilfsmittel zu fliegen, hatten wir im ersten Podcast. Wenn ich jetzt aber levitieren lernen möchte und ohne Hilfsmittel mich in die Luft zu bewegen, dann ist mir diese Sichtweise, dass es unmöglich ist, ohne, nicht dienlich. Die ist mir einfach nicht dienlich, weil genau das mich am Boden halten wird. Also greife ich quasi schon mal darauf zurück, dass ich zum Beispiel sage, es ist unmöglich, dass es die Gravitation ist, die mich am Boden hält. Das jetzt wieder aus meiner Perspektive heraus, dass auch die Gravitation innerhalb der Materie, der simulierten Materie, die einfach nur Energie ist, also ohne das damit herabwürdigen zu wollen, es ist einfach Energie,
dass halt eben für mich es unmöglich ist, dass es die Gravitation ist, die mich am Boden hält. Das ist tatsächlich für mich so, weil wenn die Gravitation nur eine simulierte Sache ist, dann kann es nicht der Grund sein, warum ich nicht mich in die Lüfte heben kann. Also muss es irgendwas anderes sein. Andere Wege denken, abstrusen Krempel denken. Ich kann euch sagen, die besten Lösungen, die ich in meinem Leben gefunden habe, für irgendwelche Probleme, habe ich alle auf sehr abstrusen Gedankenwegen gefunden. Die für mich alle, und das passiert mir heute noch, wenn ich mich auf neue Wege begebe, sie immer wieder in irgendeiner Form abstrus sind. Und das ist was, was viele Leute dann davon abhält, die zu gehen, weil sie anderen nicht erklären können. Scheiß drauf, ob andere Leute damit, ob die müssen das nicht verstehen, was du gerade erleben willst. Und das kann etwas sein, was für die völlig aus der Welt ist. Dann hast du schon angefangen, außerhalb deren Spektrum zu denken. Das heißt, nennen wir dieses Spektrum, in dem die sich bewegen, einfach mal systemische Denkweise. Mit ihren ganzen Einschränkungen und Unmöglichkeiten. Und wenn man dann halt eben anfängt, diese abstrusen, dieses wirre Gerede, was dann auch die ganze Zeit bei mir dabei rauskommt, ne? Letztendlich hat es mich immer wieder an Punkte geführt, wo ich gesagt habe, das hat das bedeutet. Mein Bauch hat es mich sagen lassen, mein Kopf hat es selber noch nicht verstanden. Aber dadurch, dass ich meinen Weg gehe und aus meinem Weg beinhaltet, ich sage, diesen Mund verlässt, was aus dem Bauch kommt. Und möglichst wenig verlässt diesen Mund, das aus dem Kopf kommt. Weil mir schon aufgefallen ist, dass der Kopf mitunter echt bescheuerte Gedanken hat, weil die eben eintrainiert sind und nicht wirklich unserer Freiheit dienlich. Und das sind diese Blockaden, mit denen wir zu tun haben. Das sind die Blockaden, mit denen wir täglich zu tun haben, die unsere Welt so einschränken, dass wir fast keine Luft mehr bekommen. Dass wir fast ersticken. In dem ganzen Scheiß, den wir dadurch um uns herum aufgebaut haben. So, ne, da gehört halt eben Gehorsam zu, diese ganze Gegeneinander-Denke gehört dazu. Das sind alles Sachen, aus denen ich ausgetreten bin, wo ich Stücke des Systems aus meinem Kopf rausgebrochen habe und mich von denen verabschiedet habe. Ich erkenne keinen Feind mehr an. Ich bin Teil der Menschheitsfamilie. Und noch viel weiter, ich bin ein Lebewesen. Und damit auf Augenhöhe mit allen anderen Lebewesen. Ob das eine Ameise ist oder sonst irgendwas. Oder auch Pflanzen. Mit denen gehe ich genauso um. Auch wenn ich hier Unkrautgras rauszubbel, mache ich das immer noch mit einem sehr ganz speziellen Gefühl. Der Demut, der Dankbarkeit und mit dem Wissen, da vorne wächst noch mehr von dir, wächst da weiter. Aber hier jetzt gerade auf dem Kiesweg hätte ich es gerne grasfrei. Und trotzdem ist mir, wenn ich das Gras berühre, um es zu entwurzeln, bewusst, dass ich gerade mit Leben hantiere. Und Leben ist immer Empfindung, egal was wir uns versucht haben, innerhalb dieses Systems sonst zu erzählen. Leben ist Empfindung. Alles, was lebt, empfindet. Es gibt kein Lebewesen, das nichts fühlt. Weil das nun mal eben genau das ist, was es ausmacht.
So, wie können wir jetzt, jetzt haben wir eine halbe Stunde über die Theorie geredet, reden wir mal ein bisschen über die Praxis. Das ist das königliche Wir, ne? Ich rede ja gerade. Entschuldigung. Ja, aber ja, ihr könnt euch gern mit einbringen, ne? Wenn ihr, wir können auch hier gerne mal über, ich habe keinen Zoom, aber sowas in der Art, können wir auch gerne Podcasts hier machen, wo wir zusammen über Dinge sprechen. Und das möchte ich auch sehr gerne machen. Ich habe keine Lust auf weiter diese Monologe hier. Aber auch das ist was, wo ich jetzt einfach sage, ich mache einfach schon mal mit dem, was ich gerade habe und kann. Aber ihr seid sehr herzlich eingeladen, euch entsprechend einfach zu melden, wenn die Kommentarfunktion nicht reicht oder ihr über ein bestimmtes Thema auch einfach mehr Fragen oder auch wirklich selber gar nicht fragen, sondern was zum Thema sagen könnt. Oder sonst irgendwas. Ne, lasst uns brainstormen. Das hier ist alles, das dient alles natürlich Lehrzwecken, na ganz klar. Aber für mich bin ich immer noch der Hauptschüler, um den es bei meinen Vorträgen geht, weil mir schon klar ist, dass das gerade alles aus meiner Perspektive wiedergegeben ist. Die, so wie ich sage, vor allen Dingen überhaupt nur ich verstehen kann. Das ist mein Weggehen in der Praxis. Einfach zu wissen, dass alles, was ich tue, ich letztendlich für mich tue, weil da niemand anders ist. Weil wenn ich mit allem verbunden bin, ist alles eins und dann schneide ich jemand anderem den Finger und tun wir das halt eben selbst an. Das ist das, was vielen Leuten einfach nicht bewusst ist. Wenn sie die Umwelt um sich herum kaputt machen, dass sie sich damit selber kaputt machen. Und also beteilige ich mich an solcherlei Dinge nicht. Alles, was ich an systemischen Dingen gefunden habe, die ich definieren konnte, da beteilige ich nicht mehr dran. Ich beteilige mich nicht mehr am Gegeneinander. Ich beteilige mich nicht mehr an Hetze. Ich beteilige mich nicht mehr an irgendwelchen Diskussionen, in denen es darum geht, ob Rot oder Grün besser ist. Ja, oder das sind ja alles, das ist ja, pf, Alter, das kann man, das kommt immer aus der Perspektive an. Und in Bezug, worauf ist es besser? Dass also viele Leute vergessen selbst diese wesentlichsten Dinge beim Diskutieren und sagen, ja, das ist scheiße, ja, warum ist scheiße, wenn das aus der Perspektive sieht, ist es auf einmal gut, ja, nee, will ich aber gar nicht sehen. Ja, das habe ich mir direkt abgewöhnt. Respektive, ich habe mir abgewöhnt, ich habe darauf geachtet, wenn mir das passiert ist, dass ich was nicht sehen wollte. So, nee, das ist Schwachsinn. Weil ich mir selber damit auf den Füßen stehe und habe aufgehört, irgendwas als Schwachsinn zu betiteln. Außer in den Situationen, wo das für mich wesentlich ist, die richtige Perspektive zu bekommen, dann ist das für mich absoluter Schwachsinn, dass die Gravitation mich am Boden hält. Aber das muss ich niemandem überstülpen. Ich brauche von niemandem zu erwarten, dass der das auch so sieht, bloß damit ich darin Bestätigung finde oder sowas alles. Das ist der große Unterschied. Ich mache das für mich, das ist mein Weg. Den muss keiner mit mir gehen. Wer allerdings auch gerne fliegen möchte, irgendwann, und es nicht als absoluten Schwachsinn, und ein Ding der Unmöglichkeit abtun möchte, der kann sich natürlich gerne weiter mit mir und anderen Interessierten auf diesem Level dann darüber unterhalten. Und dann brauchen wir das auch nicht anderen überschulden. Wenn wir an den Punkt kommen, wo wir erfolgreich sind, fliegen wir einfach und die anderen nicht. Und wenn wir vor deren Nasen fliegen, dann haben die überhaupt erstmal die Möglichkeit, sich zu überlegen, ob sie das auch lernen wollen oder nicht, weil das ist der Moment, ab dem es für sie keine bestätigte, belegbare Unmöglichkeit mehr ist. Weil da macht das ja auf einmal einer. Hä? Ja, das sind die Momente, wo man sich durchaus erlauben darf,
zuzugeben, dass mein eigener Horizont da gerade vorher beschränkt war. An einer Stelle, wo es für die offensichtlich offen war. Meinen eigenen Weg zu gehen, bedeutet mir dieser Dinge sehr bewusst zu sein. Inzwischen, das war nicht, ne, zu diesem Bewusstsein, wie ich es jetzt habe, braucht es eine Weile. Und ich bin mir sicher, dass wenn ich diesen Weg noch weitergeht, wird dieses Bewusstsein noch viel, viel schärfer sein. Halte mich hier nicht für ausgegoren oder sowas alles. Ich bin nicht am Ende fertig. Ich bin noch nicht fertig hier. Ich habe auch noch einen Haufen zu lernen und ich kann immer noch nicht fliegen und so ein Scheiß. Ne? Aber ich kann halt inzwischen einige Sachen, die ich früher nicht konnte. Halt eben zum Beispiel vollständig drauf zu scheißen, was andere davon halten, was ich gerne erleben möchte in meinem Leben und dem auch nachgehe. Das ist mein Weggehen in der Umsetzung. Scheiß drauf, was andere davon halten. Es ist nicht deren Weg. Das hat die gar nicht zu interessieren eigentlich. Warum die ständig vor meiner Türe kehren müssen, ist mir nicht so ganz schlüssig. Ich störe mich einfach nicht dran. Lass sie ruhig vor meiner Türe kehren. Wenn es ihnen dann besser geht, dann halte mich einfach im Garten auf und übe fliegen. Und das geht in Bezug auf jeden um mich herum. Da braucht mir jetzt keiner kommen mit, ja Bauchi, aber ich habe aber Familie und dann geht es. Doch, erst recht da könnt ihr bestens trainieren. Vor allen Dingen, wieder in diesem Umkehrding, je mehr ihr den anderen den Freiraum schenkt, ihre eigenen Gedanken zu denken, ihre eigenen Wünsche und ihre eigenen Träume zu haben, desto mehr kommt ihr selber in den Genuss dieser Freiheit. Das ist das, was ich im vorletzten Podcast irgendwie schriftlich versucht habe, irgendwie zu. Wir können an den anderen üben. Es ist gut, dass sie da sind, auch wenn das zwischendurch nervig und stressig ist. Aber das liegt mitunter einfach darum, wie wir mit denen umgehen. Wenn wir zulassen, dass die nerven und stressen uns, dann müssen wir uns nicht wundern, dass sie das können und letztendlich mitunter teilweise sogar unbeabsichtigt dann auch tun. Aber wenn mir alleine durch seine Art schon jemand auf den Sack geht, dann verbringe ich möglichst wenig Zeit mit dem. Wenn mir mein Kind, mit dem ich das so nicht kann, so auf den Sack geht, dann sollte ich mich tatsächlich fragen, was ich dem Kind denn eigentlich alles in den Kopf gesetzt habe, damit das so ist, wie es ist. Und inwiefern es dann trotzdem meine Verantwortung ist, wie ich darauf reagiere. Mitunter kann das Kind überhaupt nichts dafür, dass ich genervt von ihm bin. Vielleicht kann das Kind überhaupt nichts dafür, dass ich genervt von ihm bin, weil ich überhaupt gar nicht genervt von ihm bin, sondern was völlig anderem. Zum Beispiel in mir, was ich gerade, weil ich irgendeinen Wunsch nicht erfüllen kann und mich traurig fühle und das auf das Kind projiziere, ohne es überhaupt mitzubekommen. Das ist das, was das System, das macht das System ganz alleine. Da braucht es uns überhaupt gar nicht für. Das führt uns, du gehst mir auf den Sack. Und dann hat das Kind ein Problem, weil, was habe ich denn falsch gemacht? Liebst du mich nicht? Sowas kann dabei rauskommen. Und die Frage muss dann noch nicht mal laut gestellt werden. Und wenn sie nicht laut gestellt wird, ist das noch schlimmer, weil dann ist das nur ein Zweifel, was mir auch passiert. Aber dieser Zweifel hat sich so festgesetzt, dass das für mich eine absolute, das war absolut. Das war eine Selbstverständlichkeit. Das ist überhaupt gar nicht in Frage gestellt worden, ob ich da vielleicht falsch gelegen haben könnte. Aber ich habe was massiv falsch gesehen und da konnte meine Mutter nichts für. Und hätte ich es ansprechen können, hätte wahrscheinlich auch Klarheit darüber kommen können.
Und dann auch so, es ist überhaupt gar nicht so, wie du es gesehen hast. Stattdessen bin ich da 38 Jahre mit rumgelaufen. Mit der Empfindung, dass meine Mutter mich nicht liebt. Und ich für diese Liebe immer kämpfen musste. Aus meiner Perspektive heraus. Dass ich aus reiner Gefallsucht meiner Mutter gegenüber am Ende es so weit getrieben habe, dass ich zugelassen habe, dass sie mich bemuttert, bis ich 28 war und ich dann mich von meinen Eltern getrennt habe, um davon loszukommen. Da kann ich meinen Eltern nicht die Schuld für geben. Ich weiß, dass meine Eltern nach bestem Wissen und Gewissen das Beste, was sie nur tun konnten, für mich getan haben. Ob es das Beste war, was sie für mich tun konnten, ist fraglich, aber ich weiß, dass sie aus bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben. Und heute bin ich froh und dankbar für alles, dass alles genau so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil ich jetzt hier gerade nicht sitzen könnte und diese Klarheit nicht hätte. Und über diese Klarheit hinaus noch viele andere Klarheiten, die ich so heute nicht hätte, wenn irgendetwas anders gelaufen wäre in meinem bisherigen Leben. So, und das ist halt was, wo ich eben jetzt sagen kann, genau mit dieser Einstellung, alles in Ordnung, perfekt, alles genau richtig, alles genau so, wie es sein soll, damit ich meinen Weg überhaupt gehen kann. Meinen eigenen. Und dabei meinem Bauchgefühl folge. Das kann ich jedem empfehlen. Also, ne, das kommt, wer seinen eigenen Weg, der muss lernen, seinem Bauchgefühl zu folgen. Und sich hundertprozentig darauf zu verlassen. Und das ist was, wo ich euch sagen kann, da kann man sich ruhig mal 10, 20 Jahre Training geben, 30, 40 sind auch okay. Da kann man immer besser drin werden. Also vor allen Dingen in dieser Welt, in der Kopf immer noch so viel zu sagen hat und das auch tut, leider. Und dann halt so viel, so schwer macht. Ich denke mal, dass das irgendwann, wenn sich das mal ein bisschen wieder geändert hat, dass wir nicht so systemisch denken, auch alles wieder viel, viel leichter wird, weil dann nicht mehr so viel Gegenwind kommt, wenn wir uns frei bewegen wollen und es dann nicht tun, weil so viel Gegenwind kommt. Wir selber sind aber dieser Wind. Wenn wir das anwenden, mit den anderen zu trainieren, dann nehmen wir Wind aus den Segeln der gesamten Menschheit. Es bringt nichts von anderen zu fordern, dass sie friedlich sind, wenn wir selber noch nicht mal damit angefangen haben. Oder darauf warten, dass die damit anfangen, damit wir dann auch mit friedlich sein können. So funktioniert das leider nicht. Und das ist halt auch so eine Marotte, dieses auf andere warten, sich nicht zu trauen, einfach im Notfall allein anzufangen mit irgendwas. Da steht man allein da. Ja, das ist manchmal auf dem eigenen Weg so. Da steht man allein da. Das ist aber auch nicht schlecht, weil dann lernt man sich, das sind die Momente, wo man die Gelegenheit hat, sich selber kennenzulernen. Unabgelenkt von irgendwelchen anderen. Dann ist man auf einmal mit sich selber konfrontiert. Aber das sind immer die Momente gewesen, aus denen ich wirklich wachsen konnte. Das sind die Momente gewesen, die mir was abgerungen haben, eine Überwindungskraft mich gekostet haben, den nächsten Schritt zu gehen, aber beim übernächsten habe ich mir schon gedacht, Alter, was hast du dich denn da jetzt so anders gemacht? Warum hast du denn da jetzt so wieder in die Hose gemacht? Warum hast du da schon... So, und das sind halt immer diese Sprünge ins kalte Wasser. Immer auch anderes Bild, um das zu beschreiben, aber auf meinem Weg sind immer wieder so, da stehe ich auf einmal wieder vor so einem kalten Wasser. Und dann sagt mein Bauch, spring. Und ich habe mir antrainiert zu springen, bevor der Kopf sich einschalten kann mit, ey, Moment mal, bist du total bescheuert, Alter. Ich weiß noch, wie es war, als ich auf die Bäckerfinker gegangen bin. Ey, ich habe mir in die Hose gemacht. Also nicht ganz. Aber ihr wisst, was ich meine. Ey, ich hatte so Muffensausen. Das war für mich in dem Moment, wo ich auf die Finca gegangen bin, mit dem Bewusstsein,
ich werde das jetzt hier besetzen. Zumindest wird das jeder so auslegen. Und ich wusste, dass das definitiv ein mediales Echo haben muss. Es ging gar nicht anders. Es war eine Unmöglichkeit für mich, dass die Medien da drumherum kommen. Aber ey, es war einer der aufregendsten Momente in meinem Leben. Und das würde ich nicht missen wollen, weil das war einer dieser Momente, wo, wenn ich dem Kopf eine Sekunde Raum gegeben hätte, meine Bedenken mich davon abgehalten hätten. Und meine Bedenken entsprangen immer irgendeiner systemischen Angst vor irgendetwas. Alter, dafür gehst du unter Umständen wirklich in Bau. Ja, dann geh ich halt in Bau. Nicht schlimm. Für das, was für mich dahinter steckt, ist es mir das wert, das Risiko einzugehen. Da war die Kopfstimme und da war die Bauchstimme. Ich wusste, das ist das Richtige. Das ist das einzig Richtige. Diese Möglichkeit, die sich mir da gerade eröffnet, jetzt zu nutzen und das zu tun. Und es braucht keiner zu verstehen, was ich mir da alles rausgeholt habe. Ich gehe meinen Weg. Und ich für mich weiß, was ich da rausgeholt habe. Und ich teile das von Herzen. Wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig darüber, wenn ihr Lust habt, hier euch ein bisschen auch mit einzuklinken, in welcher Form auch immer, an euren Gedanken teilhaben zu lassen. Damit es nicht immer solche Monologe sind. Aber ihr merkt so, das ist aus dem Bauch, das ist nicht geskriptet gerade. Ich rede hier jetzt schon wieder seit 50 Minuten wie ein Wasserfall, ohne dass ich mir einmal überlegen müsste, was ich eigentlich sagen will. Sondern es ist einfach ein Bauchgespräch. Bla 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 bla. Der kann das immer weiter, der kann das immer weiter. Wenn man dem Bauch die Möglichkeit gibt, zu sprechen. Aber dann kommt dann oftmals sehr abstruser Krampel daraus, den der Kopf und das Umfeld nicht versteht. Und deswegen machen wir das nicht. Aber genau das ist ein super cooles Training für jeden, der anfangen will, seinen eigenen Weg zu gehen. Tanisha, bist du bei mir? Kannst du was mit anfangen? Ja, ne, das ist genau der Punkt. Das interessiert mich halt eben auch. Könnt ihr da was mit anfangen? Und womit könnt ihr nichts anfangen? Schreibt es bitte doch einfach mal in die Kommentare. Das würde halt tatsächlich auch dabei helfen, hier vielleicht so den Algorithmus ein bisschen auszutricksen, der mich seit Jahren einfach nur dermaßen drückt. Vielleicht können wir da halt eben zusammen was, ne? Ich habe keine Lust, da ständig rumzubetteln, vielleicht ist es euch einfach nicht bewusst, aber wenn ihr dieses Video teilt, wenn ihr da irgendwas von habt, wenn nicht, dann natürlich nicht, dann lasst das bitte. Aber wenn ihr bis hier noch interessiert dabei seid, dann würde ich mich nicht nur darüber freuen, dass ich mehr Klicks auf das Video bekomme, wenn ihr es teilt, sondern weil da eventuell noch jemand anders ist, der zu einer anderen Zeit, aber auch bis hier gerade mithört und brennend interessiert ist. Ich kann diese Videos nur machen und auf YouTube hochladen, viel mehr bleibt mir nicht übrig. Das Verbreiten kann ich nicht alleine machen. Funktioniert einfach nicht. Deswegen hilft tatsächlich, so ist der Algorithmus nun mal aufgebaut, egal wie sehr er drückt, aber wenn kommentiert wird und ein Like da ist, dann geht es auf jeden Fall ein kleines bisschen hoch und deswegen kann das eine riesengroße Hilfe auch für andere sein und nicht nur für mich. Mir ist das eigentlich scheißegal. Mir ist egal, wie viele Klicks meine Videos haben. Ich würde keine mehr machen, wenn es mir nicht egal wäre. Ne, aber der letzte Podcast hat jetzt 100 Aufrufe. Aber ich mache es eben nicht für die Klicks. Ich mache es für die 2-3 Leute, die gerade immer noch bis hier gekommen sind und mir dankbar dafür sind, dass ich gemacht habe. Und wenn ihr 2-3 Leute
auch noch 2, 3 Leute jeweils finden könnt, die was davon haben. Und die vielleicht auch 2, 3 Leute. Auch wenn ihr, wenn ihr es teilt, vielleicht Hunderte erreicht. Aber 2, 3, die was damit anfangen können. Die dann auch anfangen zu trainieren, ihren eigenen Weg zu gehen. Und das Coole ist, wenn man das voneinander weiß, dann kann man sich unheimlich dabei unter die Arme greifen. Einander. Ne? Schon klar. Da kann man sich darüber besser austauschen. Das ist einfach so. Und je mehr wir uns darüber austauschen können, desto mehr prägt sich das in unseren Kopf rein, desto mehr verdrängt es das systemische Denken. Und so bekommen wir das System aus dem Kopf, indem wir es ersetzen durch ein anderes Denkschema. Denkschemata sind nicht verkehrt. Nur einfahren sollte man sich nicht darauf und erst recht nicht sollte man irgendwelche Denkschemata einfach von anderen sich einprügeln lassen. Und das ist im Prinzip das, was wir über unsere schulische Laufbahn und überhaupt genau das getan haben. Jeder von uns, der in der Schule war, hat dieses Ritual mitgemacht. Indem es darum ging, nicht möglichst eigene Gedanken irgendwie vor, sondern das wieder zu keulen, was vorgekaut wird. Und dafür gab es dann die guten Noten. Ja, brauche ich jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Ne? Habe ich mich auch schon oft genug drüber ausgekotzt. Thema Schule ist noch ein ganz anderes. Könnte man vielleicht den nächsten Podcast drüber machen. Ist auch gerade wieder so wahnsinnig aktuell für viele. Ja, aber ich würde einfach mal sagen, ich bin hier am Ende dieser Folge angekommen und danke für euer Interesse. Danke für euer Feedback. Das ist mir auf jeden Fall wichtig, vor allen Dingen auch so immer in Bezug auf den nächsten Podcast. Ne, ich würde ja schon auch gerne Dinge über Dinge sprechen, die euch auch interessieren, sofern das möglich ist. Und da macht das natürlich Sinn zu wissen, was euch interessiert. Deswegen danke nochmal an Tanisha für die Frage. Oder die Anregung, diesen Podcast halt über den eigenen Weg heute zu machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, spätestens. Ich habe noch keine Ahnung, was mit den React-Videos jetzt da wirklich passiert. Ich hatte vor, eigentlich auf dieses Schwarzenegger-Video, der übrigens, kurze Richtigstellung, ich habe im letzten Podcast behauptet, der hätte Rambo gespielt. Das war natürlich Blödsinn. War natürlich der Terminator. Und Rambo war Sylvester Stallone. Das, um es kurz zu korrigieren. Aber ihr habt wahrscheinlich trotzdem verstanden, worum es ging. Nämlich, dass dieser Terminator-Schauspieler und einige andere Rollen halt tatsächlich zum Frieden aus. Ich habe aber irgendwie die Motivation auch nicht gefunden, das zu machen. Und irgendwie mit den React-Videos ist das im Moment so, tatsächlich, dass ich so, will ich drauf reagieren? Ich bin mir nicht sicher. Das ist teilweise auch wieder sehr kopfgesteuert. Und der Bauch sagt aber, ich habe auch gar keinen Bock. Da kommt der Kopf wieder. Ja, und der Bauch sagt, ja, müssen gerade wieder, ne? Hast jetzt was an, jetzt musst du wieder liefern, ne? Ja, das ist der Punkt. In dem Moment, wo ich das bearbeitet bekomme und diese Diskrepanz in mir ausgelöscht bekomme, wird es mit Sicherheit auch die React-Videos geben. Und dann sind die dann aber auch so, wie ich sie gerne hätte und nicht, wie sie rauskommen, wenn ich meine, ich müsste jetzt unbedingt was machen. In diesem Sinne freue ich mich darüber, dass ich es hier das dritte Mal in Folge schaffe, wie es aussieht, am nächsten Sonntag dann auch den nächsten Podcast hochzuladen. Danke und bis bald. Wenn irgendwas ist, wisst ihr, wo ich mich finde. Ach so, ja, und das doch, Moment, das für all die, die bis hier noch es überhaupt noch gehalten haben. Ich mache in der letzten Zeit auch nicht viel. So sieht das aus. Es sieht im Moment aus, als würde ich nicht viel machen. Ich kann im Moment auch nicht viel machen. In Bezug auf das, was ich gerade so beruflich, sagen wir mal,
bin ich gerade am Punkt, wo ich Samen gesetzt habe, aber halt eben kurz ein bisschen Geduld brauche, bis sie keimen und wachsen. Und dann kann ich die wieder hegen und pflegen und Pflanzen draus machen. Aber im Moment habe ich viel Leerlaufzeit, wie es scheint, die ich zu einem sehr großen Prozentteil damit verbringe, gerade Leuten beizustehen. Allen möglichen Leuten. Ich bin mal wieder verwundert, was für Leute sich teilweise nachts um 3 bei mir melden. Letzte Nacht habe ich wieder nur bis, bin ich, glaube ich, um 6 Uhr ins Bett gekommen, weil ich bis heute Morgen, das halte ich anonym, aber mit jemandem gesprochen habe, der in diesem Jahr 3 Familienmitglieder aus der direkten Familie, Vater, Mutter und Bruder verloren hat. Alle plötzlich verstorben. So, ich will gar nicht weiter darauf eingehen, warum und bla 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 bla. Und es bringt mir auch überhaupt nichts, die Leute darauf hinzuweisen, dass das eventuell an der Spritze gelegen haben könnte oder sonst irgendwas, sondern mir ist es ein Anliegen, diesen Leuten gerade irgendwie zu helfen, klarzukommen. Ich bin im Moment mal wieder Seelsorger und bin das auch sehr gerne. Und solange ich diese Freilaufzeit habe, fülle ich die auch wahnsinnig gerne damit. Und es ist halt so, dass ich aber auch zwischendurch ein bisschen arbeiten muss und dass ich das nicht nur machen kann. Deswegen bitte seid mir nicht böse, wenn ich nicht auf alles gerade eingehen kann. Ich kann für viele gerade da sein, erstaunlich viele irgendwie. Manchmal wundere ich mich selber darüber und das macht mir nichts, ich mache es gerne, es nimmt mir kein bisschen Kraft. Aber weil ich auch, und das ist der Punkt, bei vielen Leuten den Eindruck habe, die brauchen gerade einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit und bla bla bla, und denen geht es eigentlich gar nicht darum, wirklich was zu ändern. Und dann hört man von mir nicht mehr viel. Meine Zeit geht an die, wo ich merke, ey, du hast gerade wirklich ein eisernes Interesse. Und du willst gerade wirklich was ändern. Und für genau die Leute, die tatsächlich auch von sich aus schon angefangen haben, was an ihrem Leben zu ändern, denen kann ich tatsächlich gerade eine sehr gute Hilfe sein. Und für die bin ich gerade wahnsinnig gerne da. Wenn ihr also irgendwas habt, wo ihr nicht mit parat kommt, dann meldet euch bitte gerne. Aber dann zeigt mir bitte auch, dass es euch wirklich ernst ist. Weil ich habe mir gegenüber, es gehört mit zu meinem Weg, dass ich aufgehört habe, meine Zeit und meine Aufmerksamkeit wie Perlen vor Säue zu schmeißen. Und dann könnte ich das nämlich auch nicht machen, so wie ich das mal. Ich habe einfach mittlerweile einen guten Riecher dafür gefunden, wo meine Perlen gut aufgehoben sind und wo sie vor Säue geschmissen sind. Habe ich halbwegs verständlich ausdrücken müssen, ihr dürft euch gerne bei mir melden, wenn ihr wirklich ein Problem habt. Und ansonsten seid mir bitte nicht böse, wenn ich irgendwas vielleicht missverstehe, aber mein Bauch mir sagt, der da verdient die Aufmerksamkeit gerade mehr. Hat auch bestimmte Gründe, warum ich das sage, weil mir da auch wieder irgendwas vorgeworfen wurde, wo ich mir gedacht habe, Alter, wie anmaßend ist das eigentlich? Ich schenke dir meine Zeit, und dann kommt dann wieder so, ich meine immer so. Und dann geht da keine weitere Zeit mehr. Weil ich eben meinen Weg gehe. Und auf dem kann ich mir das nicht mehr erlauben. So, und noch ein guter Tipp, falls mir gerade noch einfällt. Was mir unheimlich hilft, meinen Weg zu gehen, ist das Bewusstsein darum, dass meine Tage gezählt sind. Ich werde sterben. Keine Ahnung wann, keine Ahnung wo, keine Ahnung wie,
Aber ich habe nicht eine einzige Sekunde meiner wertvollen restlichen Zeit noch zu vergeuden, um sie an irgendwen zu verschenken, der es dann am Ende nicht mal zu würdigen weiß. Das ist eine innere Einstellung, die mir tatsächlich fast mehr als alles andere dabei hilft, meinen Weg zu gehen. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.